Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum ersten Eindruck von Diablo Vessel of Hatred. Das Ganze ist ein Sponsored Video. Grüße gehen raus an Blizzard. Und ich habe ein bisschen Zeit in Diablo verbracht. Bin jetzt mittlerweile Stufe 37 im DLC, wohlgemerkt, in der Erweiterung. Und wir reden über ein paar Sachen, die mir gut gefallen und die vielleicht noch ausbaufähig sind. Ich spiele mit Controller, Leute. Es ist... da muss ich erstmal an- und ausstecken. Also, ihr kriegt heute einen Ersteindruck von jemandem, von dem ihr es ganz genau wisst. Von dem ihr es ganz genau weißt, wollte ich gerade sagen. I can't talk. Ups, Entschuldigung. So. Und zwar jemand, der super casual ist. Okay? Ihr wisst es. Ich habe euch doch schon beim letzten Mal gesagt, dass ihr natürlich hier keine Meinung bekommen werdet, die von enormen Wissen und enormer Stärke geprägt ist, wenn es um das absolute Late-Game geht. Okay, ich weiß, dass natürlich viele dieses wundervolle Spiel spielen in einem absolut... in einem absolut grindigen Grind-Modus. So, Entschuldigung. Ich musste hier erstmal... ich musste erstmal ein paar Leute zerstören. So. Die spinnen wohl komplett. Genau, also die Problematik liegt natürlich darin, dass ich das Game auch schon das Standard-Game einfach durchgespielt habe. Ich habe die Story sehr genossen. Ich war Barbara, der Barbar oder die Barbarin. Ich habe auch einen Dieb, beziehungsweise einen Rogue gespielt. Ich muss mal Dieb sagen, keine Ahnung warum. Und diesmal bin ich mit der neuen Klasse dabei. Das bedeutet, wir fangen erstmal mit den coolen Dingen an. Das bedeutet, es gibt sehr, sehr viele Features. Ein paar Sachen werde ich hier natürlich ansprechen. Ein paar Sachen, wie zum Beispiel die Reichwandler und so weiter, da bin ich halt nicht so sehr erfahren. So, die gibt es. Es gibt jetzt natürlich neuen und anderen Content. Es gibt Raids. Und das sind natürlich die Sachen, wo ihr am besten tatsächlich andere fragt. Hier bekommt ihr eine absolute Casual-Meinung. Oh, da ist so ein Gift-Typ. Ich weiß gar nicht, ob wir den tatsächlich chasen können. Weil das Coole ist, der neue Charakter, ihr seht es vielleicht, die Mobilität ist absolut fucking illegal von dem. Also man kann da sehr, sehr gut arbeiten. Und ist entsprechend ultramobil. So, ich versuche jetzt hier noch zu natzen und dann konzentrieren wir uns tatsächlich auf das Gameplay. Und wir konzentrieren uns vielleicht sogar noch darauf, dass wir den Ton nochmal ordentlich machen. So, bei der will explodieren, ne? Aber ich krieg, glaube ich, nicht so viel Giftschaden wie andere. Na, ist aber trotzdem noch ordentlich. So, wir machen mal ein bisschen leiser. Damit ja quasi noch was passiert. Also, das hier ist der Geistgeborene. Das ist ein Charakter und das finde ich schon, das ist das Erste, was ich sehr, sehr gut gemacht finde, weil ich das vorher nicht so kannte und natürlich über Souls-like-Titel, ich sage mal, anderes gewohnt bin. Das bedeutet, wir konnten sofort ins DLC gehen und diesen Charakter nehmen und den auf Level 1 spielen. Hierbei kann ich euch folgende Mechanik, by the way, empfehlen. Wir porten uns mal hier raus. Ich kann euch folgende Mechanik empfehlen. Ihr nehmt einen neuen Charakter, könnt sofort, wie gesagt, ins DLC reinspringen. Die Story knüpft dann instant an und ihr ladet dann aber ganz kurz euren alten Charakter. Na, für diejenigen, die zu dem Spiel wieder zurückkehren, wegen dem DLC, weil sie die Story oder ähnliches wissen wollen, ihr kehrt zurück mit einem, keine Ahnung, ich habe jetzt hier meinen Level 50 Barbar und dann aktualisiert sich dann auch die Karte nochmal ordentlich, weil ihr erhaltet dann quasi auch die Perks, die ihr zuvor auf den entsprechenden Karten gefunden habt. Dadurch habt ihr so einen kleinen Kickstart tatsächlich. Das bedeutet, ihr startet ja immer noch in der Hauptstadt, ne, aber könnt hier die ganzen Boni, die ihr über die Lilith-Statuen zum Beispiel bekommen habt, die werden dann sofort auf den neuen Charakter übertragen. Das ist eine gute. So, kommen wir nun zum neuen Charakter. Der ist sehr stark. Also viele sprechen von doch solide und overpowered. So, ich mache hier mal den ganzen Bums auf. Na, denn ich habe natürlich vorher gespielt. Das lohnt sich nicht so doll, ne? Also es ist weniger Rüstung. Au.
Na, mal gucken. Vielleicht tragen wir das ja trotzdem. Genau. Also die Mechanik ist, dass der unfassbar stark ist. Wir haben hier so ein Gift-Bild. Also ihr habt hier verschiedene Builds, wie das quasi vorher schon war. Ihr könnt dadurch auch verschiedene Formen einnehmen. Ich bin hier der Tausendfüßler. Es gibt natürlich noch den Jaguar, den Adler und den Gorilla. Ja, also alle sind unterschiedlich von ihrer Spielweise offensichtlich. Aber die Mobilität, oh boy. Die ist sick. Die ist sehr hoch. Normalerweise hat man immer Rogue als mobil gesehen. Hier haben wir jetzt quasi schon Stufe 6 bei den Verbesserungen. Das ist natürlich auch ganz geil. Weil natürlich das Gear irgendwann reinkickt. Was aber das Schöne ist, du hast quasi immer einen Dash dabei. Also jeder meiner Auto-Attacks ist tatsächlich auch ein Dash gewesen. Was dazu führt, dass natürlich auch verschiedenste Builds funktionieren. Ich habe zum Beispiel hier so ein Spell, wo ich eine Giftspur hinterlasse, hinter mir. Und da dachte ich erst, ja, da muss ich ja durch 1000 Gegner rennen, aber das geht. Weil du halt extrem mobil bist. Also er ist schon sehr, sehr stark, wird auf jeden Fall als overpowered angesehen und da wird wahrscheinlich noch eine Nachjustierung kommen. Wenn ihr das Spiel jetzt direkt spielt, dann ist es wahrscheinlich ein kleines bisschen chilliger für euch. So, das ist der Juwelenschmied, da wollte ich nicht hin. Ich wollte tatsächlich zum normalen Schmied. So, das bedeutet, wir zerreißen alles. Na, machen natürlich Material draus. Also, der hier auf jeden Fall, der Geistgeborene, super geil, macht super viel Spaß. Die Ult vom Tausendfüßler gefällt mir sehr, weil da wird dann quasi einer beschworen, der rumschießt und alles vergiftet und keine Ahnung was. Also, es ist sehr, sehr wild. Macht mir sehr viel Freude und ich habe schon bei anderen natürlich Builds gesehen, die offensichtlich stärker sind als meins. Ne, aber ich hatte auf jeden Fall hier sehr, sehr viel Spaß. Also der Charakter selber hat mir gut gefallen. Dann ist ein wichtiger Tipp gleich zu Beginn. Ihr geht, wenn ihr das Spiel startet, zu eurer Kommode, je nachdem, wo die natürlich ist. Und dann bekommt ihr, also je nachdem, bekommt quasi noch zusätzlichen Stuff, ne, falls je nachdem, was für eine Edition ihr euch quasi gegönnt habt, könnt ihr natürlich auch so ein bisschen die Optik ändern. Aber da oben, der Reiter mit dem kleinen Gefährten hier. Die sind natürlich alle niedlich as fuck. Das muss man so sagen. Und das ist auch eine sehr, sehr nützliche Mechanik. Also Gefährten, GG, der sammelt dir das ganze Gold und die ganzen Rohstoffe und so weiter ein. Also der macht quasi das Looten und Leveln so ein bisschen angenehmer, dass du halt nicht ständig irgendwie rumrennen musst und wegen Gold und sowas dir Gedanken machen musst. Was ja auch so ein Stück weit verbessert worden ist, dass auch mehr Gold dabei ist. Also auch das eine Änderung, die mir sehr, sehr gefallen hat. Und falls ihr quasi nicht zusammenspielt, wird es im späteren Spielverlauf einen Ort geben. Da muss ich jetzt quasi selber nochmal gucken, dass ich hier den richtigen Spot finde. Ich kenne mich noch nicht so mapmäßig noch nicht so gut aus. Wir gehen aber hier mal in den Unterschlupf. Dass dieser kleine Tiger da ist, ne? Ist schon ein bisschen niedlich. Das ist dann quasi so eine Art neue Hub-Area, die ihr bekommen werdet. Und nun habt ihr quasi Söldner. Ich bin mir sicher, dass mit der Zeit hier mehr Söldner dazu kommen. Na, aktuell kann ich aber ihn anheuern. Und ihr könnt schon sehen, dass ich natürlich noch weiter... Ups. Genau, das ist der Söldner. Dass ich natürlich dann noch weiter leveln kann. Stürmt aggressiv nach vorne, zerstört den Boden. Let's go. Na, mach mal den Boden kaputt. Das bedeutet, der wird dann natürlich entsprechend weiter leveln und euch dann quasi... kann auch eine Verstärkung machen. Okay. Boden schmälern. Ja, das ist ja cool. Okay. Engagiert ihn dort als Verstärkung. Sehr gut. Also das ist zum Beispiel auch eine neue Mechanik. Die ist aber, wenn ich mich richtig erinnere, an den alten Teilen quasi so schon so ein Stück weit gab. Die haben natürlich noch so einen cooleren Händler. Da könnt ihr nochmal Gold da lassen, wenn ihr wollt. Da bin ich jetzt aber nicht so der übelste Main. Das heißt, wenn ihr alleine seid, ist natürlich ein Gefährte ganz cool. Wenn ihr im Multiplayer seid, ich habe heute Morgen mit Kalle gespielt, dann geht der nicht. Dann ist der einfach deaktiviert und fertig aus. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt hier direkt mitkommt.
Ist aber auch gar nicht so wichtig. Wir spielen ja selbst auf schwer gerade. Und ich würde euch jetzt nicht weiter die Hauptstory zeigen. Das würde ich mal nicht machen wollen. Sondern wir machen einfach so ein paar kleine Sidequests und zocken noch ein bisschen. Und ich verliere natürlich noch die ein oder anderen Worte. Das bedeutet, es gibt natürlich noch Late-Game-Features. Wie gesagt, mit den Reichwandern, die Raids sind wohl ja, sehr kommunikativer Natur. Also man muss schon bei den Raids wissen, was zu tun ist. Also nicht wundern, wenn da ein paar Leute euch vielleicht nicht so mögen, weil ihr vielleicht Sachen noch nicht verstanden habt. Na, das ist so ein bisschen hart. Aber müsst ihr quasi... Ja, also nehmt das auf jeden Fall nicht zu ernst. Na, das ist das Wichtige. So, den Trank kann ich erst ab Level 40 machen. Das bedeutet, das wird noch ein bisschen dauern. Und dann habe ich hier... Bei welcher Gelegenheit? Oh, das ist ja geil. Ich mag, glaube ich... Eigentlich beim Autotag, oder? Das klingt eigentlich nicht schlecht. Der macht dann einfach immer. So wie er Bock hat. So, dann gehen wir hier... Oh, das wollte ich nicht. Dann schauen wir uns natürlich hier die Sidequests an. Eieiei, es tut mir so leid. Mit Controller ist das auf jeden Fall komplizierter, glaubt ihr. Aber das Spielen selber macht auf jeden Fall mehr Spaß. So. Wir machen das Ding. So. Genau, gibt es Elixier des Schattenlöses. Aber das habe ich noch nicht gefunden. Wo finde ich denn den Bums? Vielleicht machen wir... Ah, da oben ist auch noch was. Wir machen vielleicht mal das Ding hier. Da bin ich jetzt ein kleines bisschen verwirrt. Ja, und geben jetzt den Bums ab. Die Sidequests gibt es natürlich auch. Wie gesagt, bezogen auf die Storys habe ich noch nicht sehr, sehr viel geschaut. Na, ihr werdet natürlich nochmal eingewiesen, wie die Geschichte von zuvor war, was bisher geschah. Es ist auf jeden Fall goriger und ekliger. Gerade die Cutscenes sehen natürlich wieder absolut insane aus. Aber es ist absolut geisteskrank, wie eklig das ist. Wir spielen auch aktuell auf schwer, ne, was finde ich bisher noch absolut machbar ist. Ich hatte nur einen seltsamen Moment und ich hoffe natürlich, dass euch das nicht passiert. Und zwar kann man ja einerseits reiten, andererseits Geistfertigkeiten benutzen. Also im Sinne von, du kannst deinen Charakter ja quasi noch weiter ausbauen, ihm noch bessere Stats geben, also diese Klassenquest quasi machen. Und diese Klassenquest ist auf jeden Fall super wild, weil du musst die so ein bisschen alleine bestehen. Und wenn du das tust, dann hast du die große Problematik natürlich, dass du irgendwann... Also dass du im Duo tatsächlich doppelt verrechnet wirst, was mich sehr, sehr verwirrt hat. Na, das bedeutet, du hast dann tatsächlich ein Gegner gehabt, oder ich hatte den Gegner, ich habe quasi mit Kalle gespielt, der war schon Level 60 und musste dann einen Boss machen, der dieses Scaling hatte, als wenn ich zu zweit wäre. Als er dann quasi die Gruppe verlassen hat, ging es dann instant, da konnte ich den Boss dann ohne Probleme machen, weil ich dann halt 440.000 Mal mehr Schaden gemacht habe. Ne? Aber das war alleine erstmal komisch. Ich weiß nicht, ob das nochmal passiert, das wäre auch bisher der einzige Kritikpunkt, den ich habe, dass anscheinend diese Duo-Geschichte so ein kleines Problem hat, sobald er oder sobald dein Mate dann quasi zu einem bestimmten Fight oder zu einer bestimmten Situation nicht hin kann. So, das passiert jetzt natürlich nicht oft oder so, aber es passiert trotzdem. Also, das kann passieren. So, jetzt habe ich hier natürlich schon ordentlich gelevelt. Ich mache hier mal den ganzen Bums hier kaputt. So. Blub, blub, blub. Wir gucken natürlich, wo wir noch Punkte reinpacken können. Ich habe erstmal die ganzen Fähigkeiten gelevelt und in deren entsprechende... Alter, ich werde terrorisiert. Deren entsprechende Abzweigung. Aber ich habe mir noch kein Bild ausgedacht. Also es gibt ja natürlich sehr, sehr viele, die das Ganze dann online einsehen. Das ist auch in Ordnung. Na, macht das, wie es euch quasi glücklich macht.
Ich mache einfach mal den Giftwiderstand höher. Man kann auch respecken. Geht auch easy peasy. Und ihr seht auch, da unten gibt es auch extra Ereignisse und extra Dungeons und sowas. Also du wirst halt hier so heftig zugemüllt mit Optionen, die du quasi zur Verfügung hast. Was zwecks Leveln und Erfahrung generieren und so weiter. Und hier halt durchbrechen sehr gut ist. Also dass ich Level 38 nach knapp 5 Stunden jetzt bin, hat mich sehr, sehr irritiert. So, also übelst Sorte. Das war ganz, also im Positiven natürlich auch, aber es war schon krass. Genau, die Ult verfolgt mich. Der nächste Punkt, der mir sehr gefallen hat, war die Umgebung. Wir hatten jetzt quasi durch das DLC, da haben wir natürlich zwei neue Regionen. Und dann auch natürlich die unteren Dungeons, die ganzen Raid-Geschichten, die kommen natürlich auch so ein Stück weit dazu. Oh, was ist das da? Oh, da fighten welche. Da gehen wir mal hin. Ja, und helfen dann noch so ein bisschen nach. Diese fucking Ult, ey. So, Lebenskraft ist quasi das Gut, was ich hier benutzen muss. Und bisher ist das so, dass ich quasi Gift verteile und wenn ich mit dem Speer diesen lebenskraftlastigen Angriff mache, dann verteile ich das Gift an alle anderen. Also das spreadet quasi. Fühlt sich irgendwie ganz gut an. Ich bin jetzt nicht der Schnellste, aber ich finde so ein Gift-On-It-Build eigentlich ganz geil. Du hast einfach währenddessen immer was zu tun. Naja, bezogen aber auf das Terrain hat man jetzt quasi noch so einen Dschungel am Start, was ich ganz cool finde. Also man hat jetzt quasi wirklich sämtliche Standardbiome, die man vielleicht von anderen RPGs in irgendeiner Form kennt, ebenfalls im Start. Was mir selbstverständlich gut gefallen hat. So. Es ist natürlich immer noch alles völlig over the top, was die Masse an Gegnern angeht, die man besiegt. Also man ist ja wirklich hier absolut, absolut gottgleich, dass ich hier in irgendeinen Raum reingehe und wirklich die Leute aus dem Leben zerreiße, ist völlig wild. Aber ich persönlich spiele das auch, wie gesagt, sehr, 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 sehr ruhig, sehr, sehr chillig. Ich weiß, dass es so die super krassen Grinder gibt, die natürlich hier reingehen wollen und legit alles one-shotten wollen. Und irgendwann wird es vielleicht bei mir auch passieren, aber ich tatsächlich fühle mich sehr, sehr wohl, wenn es auch so eine gewisse Herausforderung gibt. Und man hat das jetzt auch mit den Schwierigkeitsgraden, das ist auch noch so ein Faktor. Den hat man, finde ich, auch besser gemacht, meiner Ansicht nach. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel auf schwer gestartet, krieg 75% mehr Gold und XP und du schaltest dann quasi immer mehr Schwierigkeitsgrade frei. So, und das geht tatsächlich sehr, sehr schnell einerseits und ist diesmal auch viel effizienter. Also ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass es eigentlich ein bisschen seltsam war, im Base-Game auf schwer zu stellen, weil die HP ist so hoch gegangen, aber die Belohnung dafür, also du brauchst einfach langsamer, weißt du? Und die Belohnung war vergleichsweise gering. Du kamst quasi langsamer durch die Story, die natürlich bei far den meisten Impact auf dein XP und so weiter hat und auf dein Progress. Also man soll ja das quasi zuerst wirklich durchspielen und dann, für viele spielt man dann erst tatsächlich Diablo. Aber für mich war da quasi schon Schluss. Und jetzt auf schwer ist es eigentlich ideal. Also es ist absolut machbar. Ich spiele das hier mit dem Controller. Ich würde das auf der Couch zocken. Ich würde chillen wie Sau. Na, und das Spiel quasi story-wise und auch side-quest-wise genießen. Bevor dann natürlich diese Standard-Grind-Mechanics kommen, wo du dann natürlich dann hier noch Aspekte und sowas jagst, um dein Bild absolut ins Bodenlose zu optimieren. No. Das sind Sachen, die habe ich so ein bisschen gemacht, einfach nur um es zu fühlen, aber bin tatsächlich mit der einfachen Erfahrung sehr zufrieden. Mit etwas Arbeit wird sie eines Tages einen anderen Eisenwurf schützen. So, wie die hier alle leben, ist absolut wild. So, jetzt haben wir hier. Achso, ich wollte eigentlich nur den Wegpunkt aktivieren. Das kann ich hier nicht tun. So, wir könnten jetzt theoretisch hier und das Ganze noch machen. So, bitte die Wächter um Hilfe. Da unten sind sie. Das heißt, da werden wir auch hingehen. Also der Weltaufbau ist auch wieder sehr, sehr schön. Das Spiel ist extrem hübsch. Na,
Also ist wieder unnötig schön. Läuft bei mir auch super flüssig. Ich habe jetzt nicht so den super High-End-Rechner. Na, aber schon eine Kiste, die ein bisschen was kann. Und hatte gar keine Probleme. Auch keine Warteschleife bisher. Also ich bin jetzt gerade am Aufnehmen. 18 Uhr. Das ist schon, würde ich sagen, Prime-Zock-Time für viele. Na, viele sind dann entsprechend mit der Arbeit und so weiter fertig. Ich habe heute Morgen quasi keine Queue-Time gehabt. Na, konnte also instant rein in den Bums. So. Hier steht bitte um Hilfe. Oh, ich glaube, ich musste da E drücken. Ich weiß noch nicht, wie das mit dem Controller geht. Ich glaube, es ist so. Ich brauche Hilfe. So, jetzt brauchen wir Hilfe. Haben nochmal ein paar Sachen bekommen. Schauen natürlich, ob die in irgendeiner Form halt besser sind. Ja, die Legendaries, also mir wurde gesagt, man soll die nicht so hacken. Plus 1 Fertigkeit des Typs Basis. Also das liest sich schon halt sehr gut, ne? Einfach die Fertigkeit dann nochmal hochdrehen. Ich glaube, die Waffe können wir auf jeden Fall changen. Hier kriegen wir wieder mehr in drin. Mag ich sehr. So. Hier haben wir nochmal einen Ring. Bei den Ringen hätte ich gerne den besseren Vergleich. Na, ich finde das so hin und her zu schalten noch nicht ganz optimal gelöst. Wir tauschen mal das. So. Und dann haben wir natürlich noch die Waffe. Bei der Waffe bin ich ganz straight forward. Da gehe ich einfach Damage. Ich weiß nicht, ob ihr das anders macht, aber da bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. So, wir gehen jetzt da runter. Ich glaube, hier kann man auch so ein bisschen durchmounten. Oh, er fliegt automatisch. Fantastisch. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, und hier könnte man sich halt hier durchprügeln. Und ich persönlich bin tatsächlich so ein kleiner Prügelmann. Oh. Wait. Für was war dieses Schwert jetzt? Jetzt bin ich ein bisschen confused. Muss ich wieder zu dem Typen hoch? Ja, wir gehen nochmal hoch. Das bin ich jetzt verwirrt, weil ich die andere Quest verfolgt habe. Sorry, das war mein Bier. So, ich springe so rüber. Mounten nochmal ganz kurz. Jo. Oh shit. Ah, jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Ich bin nicht durch die Tür gelaufen. Excuse me. Alter, ich hau die einfach alle um. So, ich sollte hier geradeaus. So. Genau, und an sich, wie gesagt, spielt sich sehr, sehr smooth. Ich weiß, dass natürlich Leute hier schon etliche Jahre spielen und dann natürlich eher mit dem Controller arbeiten. Eher mit dem Maus und Tastatur. Ich bin normalerweise auch so, wenn es so um Zielen geht, aber hier fühlt sich einfach so gut an, Leute. Gerade dieser Charakter ist ja ohnehin schon so mobil. Baba hat sich auch gut gespielt. Beim Ranger war es ein bisschen, da war es komischer auf jeden Fall, das so zu machen. So, wir haben jetzt hier noch eine Kiste. Da gibt es noch eine Hose. Die. Aber die macht halt nicht diese Fertigkeit. Aber wir müssen das, glaube ich, eh machen. Also solange wir nicht das höchste Level haben, ist unser Gear sowieso relativ lost. Und wir nehmen im Prinzip nur das, was gerade gut passt. Und später fängt man dann ja an, die übelsten Entschuldigung. Die übelsten Verbesserungen drauf zu donnern. So. Kaum noch Lebenskraft. Klingt halt so, als wenn er gleich stirbt, aber tatsächlich sind wir weit davon entfernt. So, und das fühlt sich schon mal nicht schlecht an. Also da bin ich auf jeden Fall zufrieden, dass ich hier tatsächlich alle umkloppe. Und wie gesagt, die Sidequests zu erledigen. Ich weiß noch, dass es auf jeden Fall im Base-Game extrem wilde Sidequests gab. Die auch äußerst eklig waren. Ja, so eine gewisse Grundreudnis war da auch dabei. So, und wie gesagt, unser Move ist, dass wir halt vergiften. Und dann mit dem, also im Prinzip halte ich jetzt quasi den Attack-Button gedrückt. Und habe über viel Attack-Speed. No. Und bin in der Lage, Gegner zu vergiften. Dann kann ich quasi so eine On-Hit-Vergiftung drauf machen. Wenn der Gegner dann stirbt, dann erscheint so eine Art Locust-Swarm.
Ne? Und sonst lade ich natürlich meine Energie auf mit dem Standard-Auto-Attack. Und habe dann aktuell... Also man hat natürlich mehr Möglichkeiten zu entladen, aber meine Entladung ist quasi, dass ich so einen Giftspeer habe, der dann das Gift dann noch weiter auf andere spreadet. Ne? Deswegen kommt quasi jede zweite Slam-Auto-Attack, den drücke ich quasi auch nur durch. Und ganz ehrlich, es fühlt sich absolut insane gut an. Also. Es ist so braindead. Also das ist so ein richtig geiles, das habe ich jetzt auch im Stream gemerkt, so ein richtig schönes Just-Chatting-Game, basically. Weil man konnte super krass chillen. Ich habe auch dann entsprechend Leute gefragt, wie sie so zocken und viele spielen. Und haben auf dem zweiten Monitor noch irgendwas an oder gucken eine Serie oder hören einen Podcast oder was auch immer. Oft natürlich ein Stream oder so. Na, und man chillt und gönnt sich, ne? Später hört es dann natürlich so ein bisschen auf, weil wenn du auf sehr, sehr, sehr spielst oder sogar auf Hardcore oder so, dann ist natürlich eine höhere Aufmerksamkeit vonnöten. So, das kann ich halt sehr doll empfehlen. Weil sonst gibt es zu doll aufs Maul. So, aber bisher komme ich gut damit klar, einfach nur das ganze Gift zu verteilen. Ich hatte, wie gesagt, nur ein Problem mal mit dem Boss gehabt. Und das, da waren aber auch alle Stats kaputt. Also da wurde ich auch einmal gehauen und es war schon wieder... Ich war halt so schnell tot. So, wir machen erstmal den Bums hier an. Können nochmal ganz kurz zum Schmied gehen. Und die Dinger hier trotzdem alle verbraten. Alles klar. Dann wirst du halt einfach mal geflamed. So. Und dann gehen wir jetzt noch hier runter. Also mein Plan ist auf jeden Fall, das Spiel wahrscheinlich nochmal anzufangen. Ich überlege, ob ich dann einfach wieder mit dem Barbaren spiele. Aber der hier fühlt sich eigentlich sehr geil an. Der ist nicht so tanky wie der Barbar, aber dafür Damage-wise sehr hohl. Also das ist geisteskrank gut. Wie tanky der Barbar war, aber er hier ist schadensmäßig komplett over the top. Also das fühlt sich sehr, sehr gut an. Das Giftbild braucht natürlich ein bisschen, aber im Prinzip sind halt, also du arbeitest halt viel mit der Ult, weil die Ult sorgt halt quasi dafür, dass quasi so wie Restgift instant getriggert wird, was dann halt zu einem Execute wird. Ja. Ich müsste quasi eigentlich die ganze Zeit hin und her jumpen. So, und die Mobilität ist halt krass. Dass der normale Auto-Attack dafür sorgt, dass ich halt sonst wohin dash, ist halt stupid. So. Alter, der rastet richtig aus. So, das hier ist ein Elite-Boy. Das hier war ein Elite-Boy. So, wir müssen ja noch die paar Leichen noch finden. Die hier. Nee, der war's nicht. Der da. Sehr gut. Es sind auf der Karte immer sehr, sehr gut markiert, was ich basically zu tun habe. Was ich natürlich sehr, sehr gut finde. Hier seht ihr diese Giftverteilung übrigens, ne? Also, vielleicht seht ihr das nicht. Aber wenn man es selber spielt, dann sieht man es. So. Der 4 ist übrigens sehr geil. Funktioniert natürlich bei so etwas tankigen Gegnern offensichtlich nicht. Aber sonst haben sogar Skelette Angst vor mir, was ich sehr, sehr cool finde. So. Und weg mit euch. Ne, das war sie nicht. So, wo ist der letzte Boy? Ach ja. Dem Mauerwerk haftet noch Magie an. Okay. Da ist der Josef. Wie lange der gefiert ist, das ist wirklich unnormal. Wie lange er gefiert ist, Leute. So, wunderbar. Na dann. Plopp.
Okay. Bam. Okay, da ist er. Das ist hier so ein kleiner Miniboss. Aber wir sind, wie gesagt, so mobil. Es ist absolut geisteskrank. So, man muss natürlich trotzdem bei Bedarf dashen. Und den 4 ist natürlich quite useless. So. Autsch. So, der lutscht die alle aus. So, jetzt er gestunt. Also der 4 hilft natürlich trotzdem, wenn wir CC aufbauen. Ja, da gibt es ja schon mal ordentlich Free Damage. Aber dass wir den zum Beispiel so schnell wieder andashen können, ist halt unnormal. Und der 4 zählt, wie gesagt, als harter CC-Spell. Autsch. So. Der Karte kann man nochmal sehen, wo der grob ist. Und tschüss. Ja. Also das ist jetzt auch schwer. Und ich kann sagen, ich fühle mich schon sehr stark. Es fühlt sich total cool an. Man ist einfach nur das übelste Vieh. Und das hier ist halt das Schöne, ne? Also man muss eigentlich sich mehr Gedanken drüber machen, wo man jetzt hier so extra Points reinballern möchte. Das bedeutet, hier hat man mehr Glückstreffer, je nachdem, was für eine Waffe ich in der Hand halte. Ah, okay, das zum Beispiel ist gut. Das ist nicht schlecht. Dass hier die Basisfähigkeiten noch ein bisschen was machen. Wie gesagt, Respawn geht auch und ist auch nicht mehr so übertrieben teuer. Deswegen ist das okay. Hier ist noch so ein Schlüssel. Ah. Cool, Stützpunkt erobert. Das ist natürlich chillig. Dafür brauche ich Zeit. Was? Jetzt hat er mich ja wegteleportiert. Na gut. Also, genau. Also wie gesagt, ich bin sehr, sehr glücklich. Das Game selber geht natürlich nicht übertrieben lang. Der rastet jetzt ja immer noch völlig aus, ne? Ich glaube, 10 Stunden oder sowas wurde grob angesetzt. Ich port uns hier mal weg, damit hier nicht so viel Stress entsteht. Das ist quasi für die Story zumindest das, was ich gelesen habe. Und dann geht man natürlich, wie gesagt, in den Late-Game-Grind rein, wo das Spiel sehr, sehr viele Sachen gemacht hat. Ich finde es aber mit den Gefährten cool. Ich finde die kleinen Begleiter sehr, sehr schön, die natürlich für einen alles einsammeln. Nach wie vor ist hier besagter Alter hier. Yo! Ja, also das fühlt sich halt sehr gut an. Das ist halt geil. Angriffsgeschwindigkeit bis zu 5-mal stapelbar. Let's go. Also es gibt halt wirklich ein paar sehr, sehr wilde Dinge, die man dann natürlich entsprechend noch gut hochkriegen kann. Den nehme ich mal. Und der hier gibt natürlich auch dicke Tankiness. Plus, dass natürlich dann noch die Sockel und so weiter noch genutzt werden. Also der Grind ist immer noch real. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fahre jetzt nach Berlin und spiele dann Diablo, wie ich stelle. Na, ich packe es mir jetzt sofort auf den Laptop, damit ich das hier noch in aller Ruhe genießen kann, ohne den Twitch-Stream und den entsprechenden Unterhaltungs-Entertainment-Stress, den man noch so hat. Schaut gerne in die Beschreibung, da findet ihr natürlich nochmal die Links zu dem Game, wenn ihr das selber gönnen wollt, wenn es euch Spaß gemacht hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!